Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin! Ich bin's wieder, eure Simbeltech, und wir basteln heute ein Sommerkärtchen. Und zwar, wie immer, mit den Stempeln von Anne am Mittwoch. Und wir schnappen uns dafür die Juni-Stempel und schnappen uns Sommerpost. Den nehmen wir heute, daraus basteln wir heute ein kleines Kärtchen. Ja, das Sommerpost wird hier gleich drauf kommen. Das machen wir aber noch ein bisschen schöner, und zwar mit der Actionfarbe. Das sind übrigens, ich muss gerade überlegen, das ist aus, ich zeige euch den Block. Ich mache Randale aus diesem Block hier. Das Grün ist das. Da ich das aber so erstmal ein bisschen langweilig finde, schnappen wir uns die Ränder. Deswegen liegt auch das hier. Und machen den Rand mit dem Grün von Action mit Pine Tree. Passt ja zu einer Sommer... Obwohl, nee. Pine Tree ist doch eine Tanne, oder? Ich glaube, ja. Okay, passt nicht zum Sommer. Passt zum Winter. Machen wir den Rand ein bisschen andersfarbig. Das kann man jetzt auch mit Stiften machen oder jetzt oder mein Fingernagel grün machen. You never know. Ja. Buntstiften mit Alkoholmarkern. Mit allem Möglichen kann man den Rand natürlich auch verschönern, so wie man möchte. Es muss auch nicht grün sein. Ihr könnt natürlich alle Farben verwenden, die ihr wollt. Ausgestanzt habe ich das aus dem Set, was ich mir mal von Globeland gekauft habe. Und da ich eine Flasche für Flaschenpost haben wollte, wegen Sommerpost, ja, habe ich mir das geschnappt. So, das Grün kommt übrigens aus diesem Set hier. Das können wir da wieder reinpacken. Einmal zur Seite. Machen das da mal eben so ein bisschen ab. Das alles einmal hier zur Seite legen. Ich habe den Kleber schon wieder eine Stunde auf. Das geht bestimmt auch wieder schief. So, dann brauche ich meine Stempelhilfe. Wir haben Sommer, es ist warm. Es ist einfach zu warm für mich. Ich bin ja so ein absolutes Winterkind. So, dann brauchen wir den Stempel. Wenigstens habe ich heute nicht so mit meiner Allergie zu kämpfen wie die letzten Tage. Das war echt schlimm gestern und vorgestern. Und Cetirizin macht mich so müde. Ich weiß, Lorano macht einen nicht ganz so müde, aber ich hatte nur noch Cetirizin da. Von daher war ich dann des Todes müde. So, das Stempelkissen ist schon ein bisschen leer, aber actually ist es genau das, was ich möchte. Ich will das gar nicht so dick schwarz haben, sondern so ein bisschen in Grau. Und da ich sonst kein Grau habe, passt das ganz gut. So, jetzt haben wir hier Sommerpost. Das legen wir mal zum Trocknen zur Seite. Das Stempelkissen kann auch zur Seite. Wo ist mein Zeug zum Putzen? Liegt da hinten. Falls es gleich piept, tut es mir schon mal leid. Dann ist die Waschmaschine fertig. Die sinkt dann wieder für mich. I'm pretty sorry. So, den hier wieder rein, damit wir das nicht vergessen. Aber so rum. Die nicht verloren gehen. Zur Seite. Zur Seite haben wir schon mal das. Das kann zu. Genau. So, das kommt hier drauf. Können wir auch direkt mal machen. Mal gucken, ob der Kleber noch funktioniert. Ja, tut er. Sehr schön. So. Wunderbest. Das kleine Weiße
kommt auf den Stuhl. Die Papiere, die ihr jetzt hier gerade seht, das Braun und das ja so Sandfarben-Beige mit der Struktur. Das kommt aus dem neuen Fancy Paper. Also wenn ihr da irgendwie, da müsst ihr dann da mal gucken, ob da irgendwas bei ist, was ihr vielleicht gebrauchen könnt. Die Stanze ist aus diesem Set. Also, nee, nicht ganz richtig. Das, was gleich kommt, die Palme, ist aus diesem Set. Aus dem hier von Action. Und der Stuhl ist aus diesem Set von Action. Genau. Und die Farben, wie gesagt, sind alle aus dem Fancy Paper, bis auf das, das ist aus den langen Paper Pads. Aber alles von Action, komplett. So, das kommt gleich so. Der kommt dann dahin. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier schon mal so drüber legen, damit wir ungefähr wissen, wie. So, und du kommst da knapp drunter. Ich bin schon froh. Am Wochenende geht es für mich zu meiner Familie an die Nordsee und da sind 8 Grad weniger als hier. Und ja, also alles über 20 Grad ist für mich ja die Hölle. Und wir haben aktuell 23, also geht heute noch einigermaßen, ne? Weil die letzten Tage war es deutlich schlimmer. Na? So, dann kommen die Palmwedel da dran. Wenn man sich im Urlaub keine Karten kaufen möchte, um die zu verschicken oder von Balkonien vielleicht eine Karte ausschicken möchte, dann kann man sowas natürlich wunderbar verwenden, finde ich. Oder einfach mal so eine Sommerpost schicken möchte, dann klappt das doch mit dem hier wunderbar. Überschüssige schneide ich dann gleich ab. Meine Waschmaschine quietscht vor sich hin. Ich hoffe, ihr hört da nicht so viel von. So. Dann schneiden wir das Überschüssige eben ab. Kleben wir das Stühlchen eben an. Die Stanze hat übrigens nicht so geil ausgestanzt. Da musste ich mit dem Skalpell an fast alle Stellen nochmal ran, weil es wirklich furchtbar aussah. Ist natürlich immer deutlich mehr Arbeit, wenn man sowas mal eben machen möchte. Mal eben vor allem. So. Und das kleben wir erhöht auf.
So. Ja, das lassen wir jetzt so. Nicht perfekt, aber ihr kennt mich. Ich bin nie perfekt. Das kleben wir noch auf eine Karte auf. Ich komme wieder mit dem Kopf gegen das Handy zum Filmen. Also mein Beileid schon mal fürs Gewackel. Es tut mir leid. So, sieht ja erstmal noch nicht so viel aus. Deswegen wollen wir natürlich mal wieder ein bisschen Glitzer hinzufügen. Ich schnapp mir die hier, die kennt ihr schon vom letzten Mal. Ich möchte... Hallo. Einen dicken hier unten in die Ecke haben. Von denen jeweils einen dort. Dann hätte ich gerne noch einen mittelgroßen dort und zwei kleine. Da noch zu und dann sieht die Karte, finde ich, schon noch viel mehr aus. Ja. Eine Sommerpostkarte. Passt doch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust, die nachzubasteln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich am Freitag wieder zur nächsten Bastelrunde. Bye bye, eure Simmeltek.